Kurz vor dem Release von Kristallkreation wurde ein neues Update veröffentlicht. Und eine Änderung dieses Updates ist wirklich mehr als nur frech. Ganz kurz bevor es losgeht, bei Instant Gaming könnt ihr dauerhaft bis zu 50% auf verschiedene Sims-Packs sparen, Link in der Beschreibung. Beginnen wir mal mit dem Positiven. Alle, die den Kapuzenpulli aus dem kürzlich erschienenen Gothic-Style-Set Frauen angezogen haben, müssen nun keine Angst mehr vor den verbuggten Riesenglubscher, die dabei entstanden sind, haben. Und auch bei Zuvermieten wurde endlich mal nachgebessert. In der Vergangenheit konnte es nämlich passieren, dass euer Spielstand korrupt wurde, wenn ihr Apartment-Grundstücke platziert oder den Grundstück Typ eines Apartments abgeändert habt. Das wurde jetzt behoben, hat aber aus meiner Sicht mit beinahe 2 Monaten etwas zu lange gedauert. Wenn man bedenkt, dass der Fehler eure komplette Arbeit, die ihr in euren Spielstand investiert habt, zunichte machen konnte. Jetzt wird es aber richtig absurd. Die Entwickler haben einen neuen Knopf in der Benutzeroberfläche hinzugefügt, mit dem euch Packs, die euch gefallen könnten, wie es EA nennt, angezeigt werden. Da ich bereits alle Packs besitze und diesen auch relativ störend finde, wollte ich in die Option gehen und den Knopf deaktivieren. Diese Option existiert allerdings nicht. Ich finde das leider sehr frech, als ob es nicht reichen würde, dass wir schon im Hauptmenü etwas zu genau über die 15 Erweiterungen, 12 Gameplay, 20 Accessoire Packs und 27 Sets informiert werden, muss uns EA das jetzt auch im Live-Modus noch unter die Nase reiben. Es ist wohl nicht genug, dass dieser Knopf an der Stelle absolut keinen Sinn macht. Er pulsiert auch noch im Live-Modus. Okay, die Sims ist mittlerweile free to play. Und auch wenn es das nicht besser macht, sind solche Praktiken bei Spielen dieser Art normal. Trotzdem ist es wirklich bezeichnend, dass EA mal wieder eine weitere Möglichkeit ins Spiel integrieren will, wie wir Spieler noch mehr dazu verleitet werden, Geld für die zahllosen Packs auszugeben. Gerade taucht der Knopf in meinem Spiel aus welchem Grund auch immer nicht mehr auf. Hoffentlich bleibt das auch so. Und jetzt noch eine einigermaßen erfreuliche Nachricht. Insgesamt 28 Fehler wurden behoben, die ihr hier im Hintergrund seht. Falls ihr es genauer wissen wollt, findet ihr alle Änderungen in der Beschreibung. Was denkt ihr über das Update? Seid ihr auch so verwundert über die mehr als nur grenzwertige Änderung? Also dann, bis zum nächsten Video.